Ach, du echt. Du Eck. Einfach köstlich. Eck. Wie ihr seht, bin ich ungeschminkt. Das liegt daran, dass ich heute Eggs Leben übernehme für einen Tag, Leute. Egg ist echt eine nasty Person. Ich will auf Englisch sagen Person. Aber ja, Leute, Egg ist ziemlich anders. Ich glaube, dass kein Alltag so wie ihrer von euch ist, Leute. Ich glaube, keiner steht auf und denkt, oh geil, jetzt eine Cola mit Fett. Mayo! Also Egg ist ja aktuell mit meiner Mutter in Berlin, Leute. Auf jeden Fall ist Egg gar nicht da. Das ist perfekt dafür da, dass ich dann ihr Leben übernehme, Leute, weil die stört nirgends. Ihr wisst ja, wenn ich Eggs Leben so manchmal was mache darin, schreit sie immer. Wie? Du hast meinen Vertrag gekündigt! Also, liebe Cell, da ich jetzt ein paar Tage nicht da bin, musst du meinen Platz einnehmen. Als erstes brauchst du ein nässiges Band. Meine Haare sind am Ende des Tages ziemlich fettig. Dann brauchst du noch so ein Oberteil wie ich und du musst es genauso dreckig und nass machen wie ich. Weil dann hast du echt den assigen Look wie ich gerade. Paar Abschminktücher zur Dekoration. Was ich mir wünsche von dir ist eine Verbesserung. Bitte putz mein Zimmer. Entsorg Sachen, die ich nicht mehr brauche. Damit meine ich keine Möbel oder Schminksachen, sondern Müll. Weil ich habe gemerkt, gestern nach dem Spiegel, da war irgendwas Creepiges. Deswegen, bitte mach schöne gute Rituale. Kannst eine Wunderkerze anzünden. Irgendwas, was dir gefällt. Ansonsten würde ich dir empfehlen, einmal bevor du schlafen gehst, eine Portion Mayo zu essen. Weil das hilft. Mit der Laune. Weil ich habe gemerkt, du bist ziemlich launig drauf und ziemlich mürrisch und ziemlich nasty. Deswegen ein Löffel am Abend und es hilft dir. Und dann noch eine 3 Tage Cola am Morgen und weg sind deine Sorgen. Oh, ich habe auch Schmerzen. Genauso musst du dich auch anfühlen. Nein, keine Pause. Oh, mir ist so schlecht. Nein! Mir kommt gleich hoch. Vergiss nicht, dein Kinn einzukriegen, weil ich hab's vergessen jetzt und mein Kinn so nasty trocken. Oh, mein Bauch. Weil ich es nicht hinbekomme, so Tür hier an meinen Schrank aufzuräumen. Bitte tu's für mich. Die Cola. Und damit du dich wohlfühlst, zieh du diese Jacke hier an. Ja, ich bin jetzt ein paar Tage weg, nicht anwesend, deswegen nimm meine Anwesenheit an, nimm meinen Platz ein und bitte mach das Beste draus. Wenn ich zurückkomme, möchte ich ein schönes und gutes Erlebnis und Ergebnis, ohne dass ich psychische Probleme danach wieder bekomme, ja? Bitte. Das Ding ist, oh Gott, diese Cola, Alter! Warte mal. Oh, das ist so unangenehm, das Video zu sehen, Alter, wie great. Leute, oh Gott, erstens, ich würde nur sagen, gell, ihr T-Shirt hat hier ein fettes Loch, gell? Hast du es gesehen? Ich will, dass ich ihr Zimmer putze, gell? Ich habe gestern ihr Regal aufgebaut und ich habe alles Müll und den Hammer auf ihr Bett gelassen. Oh, Leute, oh Gott, das war so cringe gerade eben. Leute, ich will, dass ich ihr Schrank aufräume, Alter. Ich bin ihre Tauschfrau sozusagen, aber noch nicht ihre Putzfrau. Ich habe mich jetzt geschminkt wie Egg und ich muss mich selbstverständlich auch anziehen wie Egg. Und Egg hat mir was hinterlassen, so das Top hier. Und wie ihr sehen könnt, ist das ziemlich eklig. Einfach köstlich. Egg hat ihre Haare nur vorne. Da hinten hat sie keine. Okay, die Wimpern versperren mir halbe Weg, gell? Und durch die Wimpern schiele ich, gell? Also, Leute, falls ich woanders mal hingucke, gell? Ich weiß Bescheid, warum. Kiss me. Kiss. Oh, dann versteckt ihre Haarlinie irgendwie, gell? Die macht immer ihre Stirnlinien größer, der Kleine. Selbstverständlich muss man auch unten rum aussehen wie Egg. Oh, hallo, ich komme nicht rein. Ich sehe aus wie Egg, als würde ich gleich jemanden schlagen oder so. Was ist das? Was ist das? Warum ist hier ein Pflaster? Egg. Ich bleibe jetzt mit der Jacke, Leute. Eigentlich wollte ich die weiße anziehen, aber Egg hat die mit nach Berlin genommen. Die Cola von vor 3 Tagen muss man auch genüsslich snacken. Denn Cola am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ach, mein Bauch tut so weh. Egal. Nein, ey. Nichts soll dich aufhalten. Ich muss rübsen. Hey, ich muss sagen, er hat echt ein gutes Parfüm, ne? Muss man ehrlich sagen. Na ja, bestimmt wieder eine Freundin, gell? Ey, da hab ich hier. Und so wie cool ist mein Bauch schon so weh. Ich hätte, da ist irgendwas Klebriges. Oh, Leute! Wir können uns Pizza holen! Wir können uns Pizza holen!
Eric macht immer sehr, sehr schöne Bilder von sich. Vielleicht machen sie so. Die macht immer so skinny. Nein, die trägt immer. Die hält ihr Handy irgendwie anders, gell? Nein, die geht immer in Mamas Zimmer. Was man hier kurz sagen muss, Leute, er geht immer in das Zimmer meiner Mutter, wenn sie geschminkt ist und denkt, sie macht hier hübsche Fotos. Auf jeden Fall macht ihr das nur hier, weil ihr Zimmer selbst ist sehr, sehr nasty. Und ihr habt gesehen, wie ihr Spiegel aussieht. Ihr Spiegel sieht aus wie das T-Shirt. Das ist mein Style. Ich bin so creep. Es hat geklingelt. Das ist so unangenehm. Der Gerd hat jetzt zweimal geguckt. Der gibt mir das so oder so. Du hast ja schon gezahlt. Oh, diese Ohrflecken! Das habe ich nicht gesehen. Ich habe hier nur versucht zu verdecken, aber trotzdem war hier immer dieser Schlitz offen. Und dann, wenn ich die Pizza genommen habe, ist es so aufgegangen. Gerade guckst du mich so, oh Gott. Hör auf zu gucken. Also Leute, meine Pizza ist angekommen. Eck! Lieb Pizza. Ich habe noch meine Knoblauchsoße genommen, die wahrscheinlich vergammelt ist. Da haben wir noch Pommes. Schmeckt. Und ganz wichtig, Leute, heute ist Lohn gekommen. Das heißt, ich kann mir eine bessere Pizza gönnen. Und zwar Pizza Sujuk. Und Cola. Cola. Ich hab gesabbert. Ich hab so Bock auf Cola, Leute. Ich hab so Cola-Entzug, wirklich. Cola. Okay, jetzt kommt die Mayo. Und Egg ist so eine eklige Person, Alter. Die macht die Mayonnaise, gell? Die macht die auf die Pommes. Mayo. Ist die Purse. Nein! Mayo. Das mache ich nie wieder mein ganzes Leben. Jetzt weiß ich, warum sie immer sehr ehrlich sagt, dass es ein Gaumenschmaus ist, Alter. Das ganze Fett hängt in meinem Gaumen, Alter. Warte mal. Gibt es eigentlich jemand unter euch, der Mayo auch so pur ist? Er ist ein ganz komischer Mensch. Die magst du, wenn die Pommes so wabrig sind. So wie sie halt. Nicht stabil. So, und jetzt, lecker. Knoblauch. Geh morgen raus. Knoblauchmund bis Freitag. Pommeszeit. Egg nimmt nicht irgendeins, wo ihre Finger nicht dreckig wird. Nein. Sie fasst direkt rein. Ihre Finger sehen ja immer so aus, als würde die mit Mayo gespielt haben, Alter. Einfach köstlich. Ich frage dich bestimmt, warum ich das so gut kann, gell? Ich bin echt ein Kleiner. Die Schulden sind heute alle angekommen, Leute. Ich gucke die jetzt an. Ich habe nämlich richtig angeguckt. Oh, das zieht richtig meine Wimper. Okay, also wir gucken jetzt die Schulden an. Erinnerung. An was denn? Ich glaube, Elke mich vergackt euren Alter. Neue Schulden sind angekommen. Also Elke hat ihre Schiene hier gelassen, Leute. Ich würde die gerne tragen. Leider habe ich noch keine Zahnspange. Jetzt kann ich das leider nicht tragen. Wie schade. Wir räumen jetzt ein bisschen mein Zimmer auf, Leute. Oh, sorry. Nicht meins. Wir räumen jetzt ein bisschen Eggzimmer auf, Leute. So wie die das immer macht. Einfach alles irgendwo überall reinstecken. Das sind, by the way, alles ihre Mahnungen. Oh Gott, was ist denn das für ein Fleck? Egg sagt immer, was einmal nicht sieht, das macht einen nicht neugierig. Deshalb versteckt sie mir ihre Klamotten im Schrank. Weil wenn man die nicht sieht, denkt man, das ist aufgeräumt. Ey, die wollt doch, dass ich was anderes anziehe. Wow. Ich soll das ja tragen, Leute. Digga, ich passe da nicht mal rein. Ne, ich muss ausziehen, Leute. Ich bin ein bisschen breit dafür geworden. Mein Fuß juckt voll. Ich schläft die denn immer? Ach, die schläft immer richtig eklig. Ich habe so das Bild vor meinen Augen. Achso, by the way, Leute, wir haben ja einen Ex-Koffer mit Röstübeln gepackt. Hat sie auch mal nicht gemerkt. Ich kann nicht mit diesem fetten Batzen schlafen. Inga und ich haben gestern Hotdogs gegessen. Leute, wir wollten eine Röstzwiebel in unsere Hotdogs reinmachen, weil sonst sind das ja keine Hotdogs. Und dann ist aufgefallen, wir haben die Egg reingepackt. Alle, die wir hatten. Da waren wir richtig traurig, Alter. Hätten wir da irgendwie so, keine Ahnung, Mai oder so reingepackt, Leute. Da keine Röstzwiebel. Ich bin so traurig darüber. Nein, die stehen aber ganz komisch. Nikas. Egg hat eine Erdnussallergie, Leute. Und trotzdem ist sie dauerhaft Sneakers. Und ja, Leute, sie versteckt ihre Süßigkeiten aktuell, weil ich sie immer esse. Sie hat eine Erdnussallergie und ist trotzdem Sneakers. Gesabbert aus Versehen. Jetzt hat sie so viel Sabbert. Oh, Gacke, hör dich auf!
Ich muss sagen, gell, ich trage aktuell 3 Hosen und ich spüre trotzdem die Krümel auf Eggs Bett. Echt nasty. Wenn Egg mal irgendwo hingehen muss, wo sie zum Beispiel Maske trägt, dann kann ich das auch einfach so durchziehen. Sieh mal Maske an, wie sieht es dann aus? Maske von Egg oder was? Ist sie aus wie Egg? Oh Gott. Oh nein! Was passiert der Egg auch immer, gell? Oh Gott, Leute. Alter, das ist ein komischer Mensch. Hätte ich meine Zahnspange, gell? Ich würde so alles machen, was Egg macht mit ihrer Zahnspange. Das wird sie niemals sehen, gell? Das ist klar. Cool, am Morgen und am Abend vertreiben Kummer und Sorgen und Raben. Das hier ist mein Web, by the way, Leute. Egg ist hier im Weg und die hat ein neues Regal bestellt. Ich glaube eigentlich, dass sie ein anderes bestellt hat, Inga. Dann müssen wir später nochmal gucken, ne? Weil das andere 200 gekostet und das hier nur 60. Wäre kacke, wenn wir zweimal das Falsche bekommen haben. Und das kann leider nur 5 Kilo stemmen. Das heißt, bei Versteckvideos können wir uns hier leider nicht verstecken. Ich mach's trotzdem. Ein bisschen Platz für Sport, bitte. Oh, was ist denn gesabbert? So, fertig. Was? Ich werde nie. Nein! Niemals, Inga! Ja, bitte! Inga, ich kriege irgendwie Krankheiten! Ich kann nicht mehr atmen! Ich geb um! Mir ist so schwindelig! Ich brauche Cola! Wann ist normal in der Hose? Digga, komm zurück, da ist ein kaputtes T-Shirt! Das muss hier raus! Nein, lass es an! So, da, oh mein Gott! Das, die Jacke gerade eben, Leute, die war so eklig. Mein ganzer Magen hat sich verkrampft und alles. Ich komme dann so in 1 bis 2 Stunden, okay? Kannst ein bisschen chillen und so. Bis gleich. Egg ist ja aber eine Barkeeperin. Dank ihren selbstgemachten Lippen. Ihre Lippen hat sie sich selber gemacht, also die gespritzt, aber heimlich hinter dem Rücken ihrer Familie. Seitdem Lippen sie gemacht, also seitdem sie ihre Lippen gemacht hat, kann sie nicht mehr richtig trinken, Leute. Ich habe mir jetzt meine Pommes fertig gegönnt, Leute, mit viel Mayo, wie man sehen kann. Und selbstverständlich tue ich dann die Reste, also halt den Karton mit viel Mayo und so, in meinen Schrank. Und es bleibt da jetzt für so 3-4 Wochen, sprich bis zum Jahre 2022, ne? Das ist niemals ihre eigene. Die ist so guter Stoff. Gehört er niemals, Inga? Das gehört der nicht. Das ist nicht ihre Jacke, Leute. Also, bestens Freundin auch immer die Jacke gehört, nimmt sie zurück, eigentlich behandelt sie schlecht. Echt nasty, gell? Boah, ich krieg von diesem Leben so Kopfschmerzen und so. Also, Egg hat mir ja gesagt, dass ich mein Kinn eincremen soll, Leute. Nur die Frage ist halt, mit was? Ja, nichts Dalla. Nee, Zahnpasta. Ja, mit dem Öl oder so. Gesichtsspray, was ist das? Hier, Gesichtsöl. Safe mit Öl doch, oder? Das ist alles einfach nur Öl. Das ist Öl mit Wasser? Und das ist Öl. Ich muss ehrlich sagen, ja, seitdem ich extra bin, ist mein Gesicht echt ein bisschen trocken. Mein Tag ist zu Ende, Leute. Ich möchte nie wieder meinem ganzen Leben Egg nachspielen, Leute. Bitte wünsche euch kein Teil 2. Inga, hör auf zu nicken, Leute. Das war ganz, ganz schlimm. Wirklich, der ganz creepy, Alter. Und ich habe heute Mayo gegessen. Und die Mayo hängt bis jetzt noch an meinem Gaumen fest. Und mir ist auch mal kurz schlecht von dem Pulli vorhin. Allgemein, Leute. Und mein Bein am Anfang zu jucken, wie keine Ahnung was. Also ich freue mich sehr, dass der Tag zu Ende ist. Und ich möchte mich so schnell wie möglich umziehen. Und ich glaube, ich gehe sogar jetzt noch duschen. Hey. I'm not a